Du bist Unternehmer oder sogar Solo-Selbstständiger und bist auch von der Corona-Krise betroffen und konntest bisher den KfW-Schnellkredit nicht beantragen. Dann gibt es eine gute Nachricht, denn ab dem 9.11. kann nahezu jeder Unternehmer, der in 2019 schon Umsätze hat, diesen neuen KfW-Schnellkredit beantragen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge und wir helfen bundesweit Menschen dabei, ihr Unternehmen zu gründen, zum Wachstum zu bringen oder schließlich zu verkaufen. Und deshalb produzieren wir auch diesen YouTube-Kanal und ich lade dich jetzt schon gerne ein, diesen zu abonnieren. Der KfW-Schnellkredit ist ein im Zuge der Corona-Krise erlassenes Förderprogramm. Und dieses Förderprogramm besteht schon eine Weile und wurde jetzt verändert, verbessert, sodass vielleicht auch du den beantragen kannst. Bisher war es so, dass nur Unternehmen einen Antrag stellen konnten, die mehr als 10 Mitarbeiter haben. Und das ändert sich nun. Ab sofort kann jeder Unternehmer, der 2019 schon bestanden hat und Umsätze hatte, auch einen Antrag stellen, wenn er weniger als 10 Mitarbeiter hat. Die Obergrenze für die Fördermittel sind aber unterschiedlich. Unternehmen, die nur 1 bis 10 Mitarbeiter haben, können bis zu 300.000 beantragen. Unternehmen, die zwischen 11 bis 50 sind, 500.000. Und die, die mehr als 50 Mitarbeiter haben, sogar bis 800.000 Euro. Auf der einen Seite ist dieses Förderprogramm ein rückzahlbares Darlehen, das subventioniert wird, du also weniger Zinsen zahlst und auch die Bürgschaftsgebühr nicht bezahlen musst. Auf der anderen Seite ist es so, dass die KfW bis zu 100% Bürgschaft übernimmt. Was den Vorteil hat, dass die Hausbank ein geringeres Risiko hat. Das bedeutet, du stellst bei der Hausbank den Antrag und sobald die Hausbank genehmigt, leitet die KfW gleich die Mittel auch an dich weiter. Dieses Förderprogramm, den KfW-Schnellkredit, beantragst du über deine Hausbank. Die will natürlich alle aktuellen Unterlagen haben, sprich also die letzten 3 Jahresabschlüsse, die will den Finanzplan haben und auch eine kurze Konzeptbeschreibung, nur einen kurzen Businessplan-Text. Diese ganzen Unterlagen, die 100% vollständig sein sollten, reichst du bei der Hausbank ein. Die prüft das und nach Zusage stellt diese dann den Antrag bei der KfW. Du kannst also bei der KfW selbst nicht den Antrag stellen. Ebenfalls verändert in dem KfW-Schnellkreditprogramm wurde die Vorfälligkeitsentschädigung. Das bedeutet, du kannst jederzeit in Teilen oder vollständig dieses Darlehen tilgen, ohne dass du die sogenannten Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen musst. Das gilt aber nicht nur für den neuen Förderantrag, sondern auch für einen alten, den du schon gestellt hast. Du kannst also jederzeit in diesem KfW-Schnellkreditprogramm vorzeitig, komplett oder in Teilen das Darlehen zurückbezahlen, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass dieses KfW-Schnellkreditprogramm ab sofort auch kombinierbar ist mit anderen Förderprogrammen, die du vielleicht schon beantragt hast oder beantragen willst. Wenn du dabei Unterstützung wünschst, dieses Förderprogramm zu beantragen oder teilweise zurückzuführen oder es zu kombinieren mit anderen Förderprogrammen, dann mache gerne Gebrauch von unserem kostenfreien Erstgesprächsangebot. Gerne kannst du jetzt aber auch den Kanal abonnieren, das Video liken und uns gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung deiner Krise.